Der Regionalverkehr heute. Triebwagen bestimmen ihn mittlerweile auf fast allen Strecken in Deutschland. Es ist aber nicht ein Typ, sondern eine Vielzahl an Baureihen, die mit Namen wie Regio Shuttle, Talent, GTB 2.6 oder Desiro ins Rennen gingen. Doch das Einheitsrot wird durch die Privaten immer mehr gestört. Über 30% der Nahverkehrsleistungen sind bereits in ihrer Hand. Auch sie bedienen sich am reichhaltigen Triebwagenangebot der Bahnindustrie. Mit dem Unterschied, dass jedes Unternehmen in seinen eigenen Farben fährt. So zeigen sich die Züge der Odenwaldbahn in diesem Kleid. Grün-Weiß ist der Vectus unterwegs. Die Desiros der Vogtlandbahn kommen so daher. Doch lassen Sie uns in die Geschichte blicken. Der 628 ist auch heute noch die Stütze im Regioverkehr. Nicht mehr unterwegs sind die Urahnen, die Baureihen 627 und 628, Punkt 1 und 0. Das gleiche gilt für den guten alten Schienenbus der Bundesbahn und der Reichsbahn. Beide gibt es nur noch im Museumsbetrieb. Im Museumsbetrieb ist auch dieser Wismarer Schienenbus. Mit ihm beginnt Anfang der 30er Jahre die Geschichte. Das Äußere lässt deutliche Anleihen am Omnibusbau erkennen. Die Motorvorbauten brachten die Spitznamen Ameisenbär und Schweineschnäuzchen ein. Ein Ford-Benzinmotor mit 40 oder 50 PS ist unter den kleinen Vorbauten versteckt. Der VT 508 der OHE ist regelmäßig in den Sommermonaten zwischen Soltau und Döhle unterwegs. Ausfahrt in Soltau. Schon in den 20er Jahren suchte man nach Möglichkeiten, kostengünstiger auf Nebenstrecken fahren zu können. Triebwagen sollten Abhilfe schaffen, doch diese waren teuer. Daher baute ab 1932 die Triebwagen- und Waggonfabrik Wismar AG einen leichten zweiachsigen Schienenbus. Der Name sagte schon, zahlreiche Bauteile stammten vom damaligen Omnibusbau. Mit 25.000 Reichsmark kostete er nur die Hälfte wie ein normaler Triebwagen. Der Prototyp wurde an die Kleinbahn Lüneburg-Soltau geliefert. Somit ist unser VT 508 der OHE hier nicht fremd.